Alles super, Gunn. Wie geht's dir? Viel mehr aus dem Regen. Ja. So, wir sind fast in der Gegenwart. Ist das... Bleib hinter mir. Oder Abby hat ihren Vater verloren, ist bei dem Wolfskrieger geworden, hat dort alle Mittel gehabt zum Trainieren. Die ist halt sauer. Sie hat halt viel trainiert. Boys, entspannt euch. Sie ist halt RIP. Vorsichtig. Abby. Ab ins Theater. So. Jetzt müssen wir theoretisch wieder in der Gegenwart ankommen. Was machen wir, wenn wir ihn finden? Erstmal müssen wir da reinkommen. So, und was ist die Moral von der Geschichte? Beide Seiten sind scheiße. Der Haupteingang Abfahrt, oder? Ist hier? Alles okay, Lev? Ja. Such weiter. Okay. An die Leiter. Bereit? Das möchte ich später auch mal machen, wenn ich ein Kind habe.
das einfach aufs Garagendach werfen. So, da bleibst du jetzt. Kannst du schön auf dem Pappdach in der Sonne. Kannst dich wohlfühlen. St. Leas. Tja, wie das passiert? Nun mal. Er hat uns verfolgt. Position 2. Hier Brink von Einheit Echo. Fuck. Hier Position 2. Echo. Wie ist die Lage? Vorsichtig, bleib nah bei mir. Ja, Isaac haben wir erschossen. Ich weiß nicht, wie echtes Gold aussieht. Wirst schon sehen, du Arschloch. Sie wird es lieben. Hallo. Weg von den Sachen. Ich sagte, weg da! Du machst einen großen Fehler. Dreh dich ja nicht um. Lev, zieh weiter auf ihn. Auf den Boden. Tötest du mich wie ein Feigling? Ihr verdammten Wichs. Jesse, steh auf! Hände hoch oder ich erschieße ihn auch! Mach es bloß nicht, Ellie! Hau einfach ab! Steh auf! Sofort! Tu nicht, was sie sagt! Halt die Fresse! Okay? Stopp! Stopp! Waffe runter. Waffe runter! Fuck! Nein, nein. Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Lass ihn gehen. Du hast meine Freundin getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und das war umsonst. Nein! Geh weg von hier! Tommy! Komm! Bleib hier. Pass gut auf, sie darf nicht raus. Brenn mir ja nicht weg!
Oh, das war R1, nicht L1. Sorry. Oh, oh. Oh, oh. Die ganze Dramatik. Scheiße. Miese Drecksau. Twitch Prime is not a crime. Hey, Kumpel. Was ist los?
Alles gut. Ja, ist okay. Alles gut. Dina! Ich bin in der Küche! Murmel, sag mal, bist du heute Morgen am Spiegel vorbeigegangen? Falls nicht, würde ich dir das mal empfehlen, bevor du andere Leute hässlich nennst. Ich glaube, bei dir ist auch nicht alles so rosig im Gesicht, du. Körpertechnisch auch nicht. Was gibt's dir, kleinen Krümel? Hey, danke fürs Abwaschen. Du kannst mir danken, indem du für Musik sorgst. Ich sehe mal, was ich tun kann. Hm. Wie wär's mit Musik? Ah, du möchtest tanzen, hm? Sehr schön. Oh, verdammt, ja! Ich liebe diesen Song. Deine Mom ist leicht zu begeistern. Man sieht's an dir. Ich bin sehr anspruchslos. Guter Schuss? Okay. Oh, seht ihr diese Moves an? Oh, diese Moves? Ja. Oh, guck dir Mami an. Hm? Oh, wow. Oh, wow. Das macht mich irgendwie an. Du bist schräg. Ja, ich weiß. Okay. Okay, du lenkst mich ab. Ich weiß. Okay, okay. Geh. Okay. Oh, hey, ich glaube, Olli ist noch draußen. Holst du ihn bitte rein? Ja, klar. Willst du Luft schnappen? Wo ist er? Wahrscheinlich auf dem Traktor. Das war eine Anspielung, dass wir Lev vorhin hochgeschmissen haben, Leute. War eine Anspielung, weil ich vorhin auch einen Witz gemacht habe, dass ich später mal meinen Jungen aufs Garagendach werfen möchte. Entspannt euch. Hey, Ali. Was machst du hier draußen? Schön festhalten. Ja, na also. Wunderschön, oder? Hey, weißt du was? Ich werde dir zeigen, wie man Gitarre spielt. Wenn deine Hände größer sind. Und du dir nicht mehr dauernd in die Hose scheißt. Ist schon okay. Das machen alle. Ich kann dir viele Geschichten erzählen. Wenn du älter bist. Viel älter.
Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Vielleicht bei den ersten 16 Stunden, in denen du fast nichts gesagt hast? Kartoffel. Kartoffel, meine kleine Babykartoffel. Meine Kartoffel, meine Kartoffel, meine kleine Babykartoffel. So ein großer Junge. Yeah, das ist mein Kumpel. Okay, kleiner Mann. Geh mir mal zur Mami. Baby, give daddy some lovin'. Happy birthday to me, D. Cyberholic, alles Gute zum Geburtstag. Der Klassiker unter den Kinderliedern. Mehr ging dir gut, Chris, mehr ging dir gut. Ich werde jetzt die Wäsche aufhängen. Okay. Chat. Chat. Komm doch vorbei. Machen wir. Ein allerletztes Mal, während wir in The Last of Us 2 diesen Ordner öffnen, ihn einheften, ihn schließen und beiseite stellen. Dieses Kapitel ist offiziell beendet. Für die Nachwelt haben wir alle Zettel gesammelt. Falls es zu einer Apokalypse kommen sollte, sind wir in der Lage, diese Geschichte zu rekreieren. Aber nur die ersten 16 Stunden. Denn dort wurde nicht geredet. In den letzten 10 Stunden umso mehr. Prägt euch das ein. Wir müssen Wäsche aufhängen, Chat. Braucht er seine Jacke? Nein, ihm geht's gut. Mehr? Sag, wenn ich aufhören soll. Soll ich aufhören? Okay, es reicht. Im Ernst. Was machen wir hier eigentlich? Hey, Schweinchen Babe. Schäfchen Babe, meine ich. Willst du es streicheln? Hier. Okay, also dann. Oh, oh, oh. Langsam, langsam, langsam. Genau so. Gut gemacht. Ja. Yeah. Hey. Hey. Ich kann ihn nehmen. Bringst du die Schafe in die Scheune? Nein, ist schon gut. Ich mach schon. Ja? Ja. Ruh dich mal aus. Okay, hier. Na also. Komm her. Kraschel dich rein. Aber bleib nicht so lange weg. Er muss noch baden. Ich bin der Superschäfer. Hört her, Schafe. Euer Essen wartet in der Scheune, also kommt mit. Na, wer stirbt jetzt? Das Baby? Ich sehe schon kommen. Da wir immer noch nicht zu Ende in dieser idyllischen Lage das Spiel beendet haben, wird es wahrscheinlich gleich noch mal jemand zerreißen. Oh. Kommt noch mal atemberaubendes Gameplay. Guck mal, die Scheune ist ganz dunkel. Die Scheune ist ganz dunkel, Chat. Eieiei. Hallo. Schaffis.
Snowy, Scheunenzeit. Daisy, rein da. Und er hat aber eine dicke Kronjuwel, mein lieber Mann, du. Wow, das sind viele Schafe. Was meinst du, wie viele das sind? Zählen wir. Eins, zwei. Ich höre lieber auf, ich werde jetzt müde. Eugene. Hey, rein, rein. Todd. Na, Bewegung. Ach. Wir haben viel zu viele Schafe. Hey, wollen wir ein paar davon essen? Was meinst du? Leckerer Snack. Ist dir warm genug, Kumpel? Nur noch ein paar. Ich habe einen für dich. Wie heißt das leiseste Tier auf dem Hof? Schaf. Wenn du älter bist, wirst du diese Witze schon zu schätzen wissen. Okay, Schafe, wir sehen uns morgen. Hey, wo kommst du her? Hallo, kleiner Freund. Ich weiß nicht, was. Ich hab nur die. Ist okay. Na, alles. Ist ein großer Junge. Hey. Oh Mann. Alles gut. Wir hatten schon lange keine Aufregung mehr. Hm?